Hallo und herzlich willkommen zum STP Episode 6. Wir hören heute auf. Alle guten Filmreihen hören nach dem 6. auf, deswegen machen wir das auch so. Und wir wollen heute noch ein bisschen programmieren und dann zum Schluss macht Sepp nochmal den Abschluss. Ich zeige mal meinen Bildschirm. Ich habe letztes Mal erzählt, groß und breit, dass man diese Websockets verbinden und auch wieder abmelden muss. Und das habe ich natürlich schön vergessen. Deswegen will ich das jetzt direkt mal nachholen. Das macht man nämlich mit Disposables. Ich habe mir das hier schon mal aufgeschrieben. Hier ist auch schon fett eine Warning. Hier steht, dass man das Ergebnis dieser Methode ignoriert hat. Und das liegt daran, dass wir da vergessen haben, uns das abzumerken und dann in dem Cleanup wieder freizugeben. Das mache ich jetzt mal. Nämlich kann man hier das... Nein, so will ich das nicht machen. Zum Beispiel hier in so ein Disposable reinschreiben. Und hier oben schreibe ich jetzt Disposable hin und dann kann ich hier im Destroy Disposable.dispose machen. Das ist wirklich wichtig, man muss das immer machen, in jedem Controller, wo man den WebSocket benutzt. Wenn man das nämlich vergisst, dann bleibt dieser Listener und auch dieser Lambda-Ausdruck erhalten und immer wenn diese Events von diesen Pattern kommen, wird auch das noch weiterhin aufgerufen. Und insbesondere bedeutet das, dass hier auch weiterhin diese Users-Liste aktualisiert wird. Und weil bei dieser Users-Liste hier unten dieser Listener angemeldet wurde, wird auch hier diese V-Box immer wieder aktualisiert im Hintergrund, die eigentlich überhaupt gar nicht mehr angezeigt wird. Und das bedeutet, wenn man zum Beispiel bei so einem Lobby-Controller, wenn man dann einen Knopf hat, um wieder in den Logout zu kommen, in den Login, wenn man das dann immer wieder macht und immer wieder wechselt, dann entstehen ganz, ganz viele von diesen Listenern, die immer wieder auf diese Events am WebSocket lauschen. Und auch ganz viele von diesen V-Boxen und dieses, wenn ihr das euch mal anguckt, das JavaFX hat einen relativ hohen Memory Footprint und wenn man ganz viele davon anlegt, dann hat man ganz schnell so ein Speicherproblem. Also irgendwann geht einem dann wirklich der Speicher aus, weil man halt so viele von diesen Sachen noch aufrechterhält. Und das kriegt man eben nur weg, indem man hier auch diesen Listener wieder abmeldet. Dieses Dispose hier, das arbeitet hier mit unserem Event-Listener zusammen. Nämlich ruft das im Endeffekt irgendwann hier dieses Cancelable auf. Und das macht Remove Event Handler und der sendet auch an den Server, dass unser Client sich nicht mehr für die Events interessiert, entfernt den Message Handler und kann sogar, wenn nötig, wenn überhaupt gar keine Message Handler mehr vorhanden sind, den WebSocket wieder schließen. Das heißt, euer Client ist dann nicht mal mehr mit dem Server verbunden über den WebSocket und der Server freut sich natürlich, weil er eine Verbindung weniger aufrechterhalten muss. Also das ist wirklich extrem wichtig. Ihr müsst immer hier dieses Dispose benutzen. Wenn ihr mehrere WebSockets anlegt, dann gibt es auch hier so ein Disposable Container oder Composite Disposable. Das müsste man dann einfach anlegen. Und dann muss man hier das halt nicht setzen, sondern muss man hier so .add machen. Das kann man dann, wenn man noch einen zweiten WebSocket hat, kann man dann hier halt auch nochmal Disposable.add und dann hier den zweiten hinzufügen. Und ich glaube, der Aufruf hier unten mit dem Dispose, der bleibt gleich. Also das macht dann auch wirklich nur hier. Das löscht dann halt einfach alle. So könnt ihr das machen, wenn ihr mehrere Events anmeldet. Es sollte normalerweise nicht passieren. Also am besten wäre es natürlich, wenn ihr eure Controller so schneidet, dass immer ein Controller zum Beispiel für eine Liste zuständig ist. Für ein Controller für die User-Liste, ein Controller für die Game-Liste und so. Und dann kann eigentlich da auch nicht viel schief gehen. Dann braucht ihr eigentlich auch immer nur einen davon. Ich mache das jetzt mal wieder rückgängig. Okay, so viel noch dazu dem Nachtrag. Ich glaube, ich hatte noch irgendwas anderes. Nee, das war's. Also das hatte ich letztes Mal einfach vergessen gehabt. Ich mache hier auch wieder wie immer fix Disposable. Ach so, hier habe ich noch eine Sache geändert im Build-Gradle. Und zwar hatte letztes Mal jemand die Frage gestellt, warum wir diese Third-Party-Dependency benutzen für diesen Adapter für RxJava. Das war eine gute Frage. Ich habe nämlich dann herausgefunden, dass es das auch von Retrofit selber gibt, den Adapter. Und den habe ich jetzt hier einfach ausgetauscht. Deswegen hat sich hier auch was geändert. Nämlich bei dieser neuen Dependency ist das Async und das Sync vertauscht. Also da macht die Create-Methode macht einen asynchronen Adapter und wenn man einen synchronen haben will, muss man hier bei dieser Library
create-synchronous schreiben. Aber wir wollen das ja asynchron machen. Also, so viel dazu. Okay. Dann haben wir letztes Mal angefangen mit den Tests. Ich hatte einen Test für einen Service erstellt und das war schon mal ganz gut so. Das Problem ist nur, von diesen Services habt ihr ja wahrscheinlich dann einige, nur die meisten davon geben ja nur weiter. Also dieser User-Service haben wir schon gesehen, der gibt einfach nur die Anfrage weiter an den User-API-Service. Da gibt es auch keinen Grund, warum man das jetzt unbedingt groß und breit testen müsste. Also das wird dann später noch durch einen anderen Test abgedeckt. Da würde ich mir jetzt wirklich sparen, hier im Test so extra so einen User-Service-Test anzulegen. Also bei den Services braucht ihr normalerweise nicht so extrem viele Tests, außer da ist wirklich Logik drin. Wenn da wirklich so ein, wenn der Test zum Beispiel dafür zu, wenn der Service dazu, dafür zuständig ist, irgendwelche Berechnungen zu machen oder irgendwelche Daten zu verarbeiten in irgendeiner Art und Weise, dann müsst ihr da natürlich schon so einen Service-Test schreiben. Aber wenn der wirklich nur weitergibt, dann könnt ihr euch das sparen. Und dann gehen wir jetzt auch zur nächsten Ebene von Tests, nämlich das sind die Controller-Tests. Das ist nicht ganz das gleiche wie ein UI-Test, zumindest nicht wie ein richtiger UI-Test, wie ihr in PM zum Beispiel gelernt habt. Bei einem Controller-Test geht es nicht darum, die ganze Anwendung auszuführen und dann irgendwann bei dem Controller anzukommen, den ihr testen wollt, sondern da geht es darum, ihr betrachtet diesen Controller in Isolation. Also ihr wollt nur diesen Controller und nur sein Verhalten testen und nicht irgendwelche anderen Dinge. Vor allem halt auch nicht, zum Beispiel, wenn ich das Register testen will, dann habe ich keinen Bock, da vorher den Login zu starten, also die Anwendung mit Login zu starten und dann nochmal auf Register zu drücken. Das hat mit dem Register an sich hat das nichts zu tun. Der Register-Controller ist ja dafür nicht mal zuständig. Das ist ja Teil von dem Login-Controller. Deswegen brauche ich auch eine Möglichkeit, in meiner App direkt in den Register zu springen für diesen Test. Und deswegen mache ich jetzt einen Register-Controller-Test. So. Erstmal fange ich wieder hier an und mache hier Create-Test. So. Und jetzt möchte ich gerne das allgemeine Register testen. Zum Beispiel dieses Verhalten, was wir letztes Mal oder vor ein paar Wochen implementiert haben, dass man da dieses eine Passwort eingibt und wenn das nicht mit dem anderen übereinstimmt, dass dann der Button gesperrt ist. Das ist eine typische Sache, die man gerne testen möchte in so einem Controller. So, jetzt brauche ich hier wieder einen Test. Und den nenne ich jetzt einfach Register. Also das ist so der Standardablauf von dem Component. Hier muss ich jetzt auch wieder Dinge mocken, wie wir das schon hier in dem Login-Service-Test gemacht haben. Kann ich da die Annotations von Mockito benutzen, brauche auch wieder das hier. So. Und jetzt brauche ich folgende Dinge, nämlich einmal den... erstmal gucke ich nochmal in den Register-Controller. Da steht, der braucht auf jeden Fall einen User-Service und diesen Login-Controller, damit er dahin wechseln kann. Der Login-Controller interessiert uns jetzt nicht. Ich will eigentlich diesen einen Button, wo man zurück zum Login kommen könnte, den will ich eigentlich gar nicht testen. Den benutzen wir hier auch, glaube ich, überhaupt gar nicht. Das kann ich auch mal wieder löschen. Ups, sonst verwirrt das eigentlich auch nur. Das hatte ich letztes Mal hinzugefügt, weil ich euch irgendwas demonstrieren wollte. So, weg. Wir brauchen also nur diesen User-Service. Jetzt kann ich wieder den mocken, auf die Art. Und mit inject-mocks kann ich wieder meinen Register-Controller erstellen. Ja. Jetzt ist das natürlich ein UI-Test. Deswegen muss ich hier schreiben, extends application-test. Das ist ja das, was wir von TestFX kennen. Da muss man dann irgendwie sagen, ich möchte gerne eine Application starten, um diesen Test auszuführen. Und dafür braucht man das. Und dann braucht man hier eine Startmethode. Die wird immer ausgeführt, wenn hier ein Test läuft. Jetzt muss ich natürlich eine Möglichkeit bereitstellen, wie ich meiner App sage, ich will in dem Register starten. Und das mache ich hier. Im Moment haben wir das noch nicht. Das müssen wir jetzt kurz umbauen. Es gibt in der App im Moment implizit einen Konstruktor ohne Parameter und der wird auch aufgerufen von diesem Main hier. Also das wird hier in dem Moment aufgerufen. Von dem JavaFX Framework. Das müssen wir nicht machen. Aber wir können uns da trotzdem einklinken, indem wir hier das machen. Und dann möchte ich als nächstes das hier wegbekommen. In dem Test arbeite ich nicht mit dem Main Component, weil der Main Component,
der benutzt ja hier das Main-Modul und da drin sind diese Retrofit-Sachen. Jetzt hatte ich aber schon gesagt, in dem PES wollen wir keinen Server ansprechen. Das liegt einfach an der Tatsache, dass der Server uns einfach zu lange braucht, um zu antworten und wir den außerdem nicht zuspammen wollen mit irgendwelchen Testanfragen. Das macht man nicht und man hat dann immer das Problem, diese Tests, die sollen auch laufen, wenn der Server zum Beispiel nicht geht. Also selbst dann sollen eure Tests durchlaufen, zum Beispiel euer CI. Und wenn der Server dann irgendwann mal down ist und eure Tests laufen nicht, dann ist das blöd. Das ist einfach schlechter Stil und deswegen wollen wir nicht mit dem Server sprechen. So, wo war ich jetzt gerade hier? Deswegen muss ich hier eine Möglichkeit bereitstellen, ohne den Server zu arbeiten. Und dafür mache ich jetzt erstmal einen neuen Konstruktor, wo ich einen Controller übergeben kann. Das ist mein Start-Controller, also der, mit dem ich einsteigen will. Und jetzt nehme ich das hier und übergebe das in den anderen Konstruktor von dem Default-Konstruktor. Das mag jetzt ein bisschen wie Voodoo aussehen, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber nee, das stimmt nicht, ich will hier den Controller setzen. So kann man das machen, um eben der App zu sagen, ich möchte mit einem anderen Controller einsteigen. Und vor allem, um der App zu sagen, ich möchte mit einem anderen Baum von Dependencies starten. Das brauche ich doch nochmal hier. Und zwar möchte ich hier .login-Controller machen. Also das hier ist unser normaler Ablauf, wenn die Anwendung gestartet wird. Das hier ist unser Ablauf, wo wir die Möglichkeit haben, den Anfangscontroller zu ändern. Und hier mache ich jetzt einfach nur this.controller gleich Controller. Und wenn das jetzt schon gesetzt ist, will ich hier nochmal sagen können, wenn der Controller nicht null ist, dann möchte ich gerne show Controller machen. So. Jetzt kann ich hier schreiben, new app mit register Controller. Und in dem Moment wird die App dann gestartet und landet sofort in dem register Screen. Das kann man für jeden Controller machen. Also generell kann es natürlich bei euren Controllern passieren, dass die dann irgendeinen Zustand haben, dass die vielleicht auf den Token Storage zugreifen, aber das braucht ihr ja nicht, wenn ihr nicht mit dem Server sprecht. Der Token Storage ist ja zum Beispiel nur dafür gedacht, sich beim Server zu authentifizieren. Und wenn ihr das eigentlich gar nicht machen wollt und überhaupt gar nicht mit dem sprechen wollt, dann braucht ihr auch dieses Token nicht. Und deswegen braucht ihr euch auch nicht einloggen für diesen Test. Register natürlich sowieso nicht, da braucht man ja nicht eingeloggt sein, aber das funktioniert prinzipiell auch zum Beispiel um die Userliste oder den Userlist-Controller zu testen. Oder die Lobby in unserem Fall. So, jetzt mache ich hier den Test. Hier benutze ich jetzt nochmal die Sachen von Mockito, um irgendwas vorzugaukeln. Nämlich, wenn man User-Service, wenn jemand User-Service.register macht, mit irgendeinem String, any String, und noch irgendeinem anderen String. Warum ist denn das so nervig hier? So. Und das will ich von Mockito importieren. Dann möchte ich zurückgeben, wieder, müssen wir gucken, also, die macht im Moment gerade gar nichts bei uns in unserem Fall. Das ist eine Void-Methode. Da ist es jetzt okay, das hätte ich vielleicht für den Login lieber zeigen sollen, aber wir nehmen jetzt mal an, die würde hier so user-api-service.create machen. Ich füge das einfach mal hinzu, weil dann sehen wir das auch gleich. Create-user-dto. Hier waren wir. Wenn man das macht, jetzt steht hier then return, ist auch ein bisschen doof, weil die Methode gibt void zurück. Wenn man eine Methode mit void hat und man möchte die mit Mockito definieren, dann muss man das andersrum schreiben. Da muss man nämlich schreiben do nothing when und dann schreibt man user service, also nur das Objekt und hinten schreibt man dann den Call hin. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß, warum man das so machen muss, weil man dieses Register hier nicht übergeben könnte. Das gibt ja nichts zurück. Ich kann also das auch nicht irgendwo hin übergeben. Warum die das jetzt so andersrum schreiben, ist halt ein bisschen blöd gelaufen, aber muss man halt einfach mal wissen. So, also das. Und jetzt kann ich wirklich mit dem UI-Test anfangen. Also jetzt würde ich diese TestFX-Sachen benutzen. Zum Beispiel weiß ich ja, wenn ich in meinem Register lande,
dann habe ich sofort dieses Textfeld. Ich starte nochmal die Anwendung, dann sehen wir das mal. Das Textfeld für den Benutzernamen. Hier steht Username. Ich hatte schon gesagt, ihr müsst bei den Tests aufpassen, dass ihr auch die ganz schnell ausführen könnt. Also wenn die zu lange brauchen und zu langsam arbeiten, dann dauert das zu lange, dann wird irgendwann die CI abbrechen wegen diesem 10-Minuten Timeout. Und deswegen müsst ihr möglichst bei jedem Schritt und bei jeder Interaktion mit der UI, in diesen UI-Tests, auch darauf achten, dass ihr keine Zeit verschwendet. Und da gibt es einige Tricks. Zum Beispiel kennt man das vielleicht, dass dieser Test dann immer so hier hinklickt, dann wird etwas eingegeben, dann bewegt sich die Maus hier runter und klickt hier hin und dann hier hin und dann auf Register. Aber diese Maus zu bewegen und so, das dauert immer alles Zeit. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, das schneller zu machen. Und das funktioniert auch jetzt schon. Nämlich, habt ihr das jetzt gerade gesehen, wenn man hier Tab drückt, landet man in dem anderen Textfeld. Das ist in fast jeder Anwendung so. Also das geht überall eigentlich, wenn man, dass man mit Tab so die Elemente navigieren kann. Und das machen wir uns jetzt zunutze. Und zwar möchte ich jetzt den Benutzernamen eingeben. Dafür mache ich einfach nur write, sagen wir mal Alice. Und dann mache ich Backslash T. Und Backslash T ist dieser Tab. Dann bin ich ja, das muss ich mir jetzt so ein bisschen vorstellen, was passiert jetzt hier gerade. Dann bin ich ja im Passwortfeld. Und hier will ich jetzt zum Beispiel LS123 eingeben. An der Stelle kann ich jetzt schon irgendwas überprüfen. Nämlich, hier steht dann Alice, hier steht LS123. Und jetzt steht hier schon Passwords do not match. Und dass das hier steht, nachdem das erste eingegeben wurde, das will ich jetzt schon überprüfen. Und deswegen benutze ich jetzt hier Verify. Das ist jetzt auch wieder ein anderes Verify. Das ist nämlich das von TestFX, also von dieser FX-Assert-Klasse. Verify that. Dann hole ich mir hier jetzt aber tatsächlich mal wieder wirklich über die ID dieses Error-Label. Und ich möchte sicherstellen, dass das einen Text enthält, nämlich die Autocompletion ist aber heute langsam. Has text passwords do not match. Außerdem möchte ich asserten oder verifizieren, dass dieser Register-Button gesperrt ist. Hier ist was zu viel. Und dafür gibt es is disabled. Entweder das hier oder es gibt auch hier diesen Node-Matcher is disabled. Geht beides. Okay, jetzt kann ich das ja mal ausprobieren oder ausführen. Über das Build-Gradle hatte ich schon die Einstellung für euch gemacht, dass diese Tests headless ablaufen. Das heißt, wir sehen eigentlich gar nicht, was hier passiert. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen zu Problemen führen, weil ihr das nicht so richtig nachvollziehen könnt. Also man sieht jetzt überhaupt gar nicht, was dieser Test eigentlich tut. Und deswegen könnte es auch schwierig sein, den zu debuggen. Dafür kann man hier zum Beispiel einfach mal das hier, das werde ich jetzt einfach mal entfernen. Dann kann ich mir das angucken. Dann sehen wir, was der tut. So, der gibt Alice ein und dann das Passwort und dann bricht er ab. So, was sagt er jetzt hier? Unnecessary Stubbings. Ach so. Genau, das ist jetzt ein Error von Mockito. Also wir haben jetzt hier Mock benutzt, aber wir haben das nicht überprüft, dass auch wirklich was aufgerufen würde. Und deswegen muss ich jetzt hier nochmal einen anderen Call hinschreiben. Nämlich will ich sicherstellen, über Mockito, dass UserService.register aufgerufen wurde. Sogar mit Alice und Alice123. Im Moment kann das ja noch nicht passieren, weil ich habe ja den Test noch nicht zu Ende geschrieben. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal daraus dieses Any, ja, das werde ich jetzt einfach mal weglassen. Und den Test zu Ende schreiben. Also da muss man dann so ein bisschen gucken. Es gibt hier prinzipiell auch die Möglichkeit, bei diesem Mock kann man auch schreiben lenient und dann kommt dieser Error auch nicht. Vielleicht machen wir das einfach mal. Und das heben wir uns für später auf. Also lenient bedeutet, ich möchte das zwar mocken, aber ob das jetzt wirklich aufgerufen wird oder nicht, ist mir eigentlich egal. Mach jetzt einfach mal, lass mich mal in Ruhe mit diesem Error. Ich will jetzt erstmal meinen Test schreiben. Dafür kann man dieses lenient benutzen.
Später sollte man das dann wieder entfernen, weil man sonst Gefahr läuft, hier diese Zeile zu vergessen und das einfach nicht mehr überprüft, was man hier eigentlich versucht hat zu definieren. So, jetzt mache ich den Test aber mal zu Ende. Der ist jetzt durchgelaufen, also ich hatte schon mal meine Assertions richtig gemacht. Jetzt schreibe ich nochmal in das andere Feld, wo ich mich jetzt gerade befinde, durch dieses Tab hier, schreibe ich nochmal das gleiche Passwort hin. Das will ich nicht. Und jetzt kann ich wieder überprüfen. Gut, das Error-Label, das sollte jetzt vielleicht irgendwie leer sein, weil jetzt ja die Passwörter wieder übereinstimmen. Und ich möchte auch, dass dieser Button jetzt wieder aktiv ist. Dafür gibt es isEnabled. So. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass dieser Mechanismus mit den Passwörtern schon mal funktioniert hat. Was ich jetzt noch nicht in dem Test gemacht habe, ist auf den Button zu drücken. Und das mache ich jetzt auch noch. Auf den Button drücken funktioniert auch mit der Tastatur prinzipiell. Und zwar, indem man Leertaste drückt. Das ist einfach so, das ist auch in anderen Anwendungen oft so, da kann man Leertaste drücken und dann wird dieser Button aktiviert. Man kann den Button auch so definieren, dass der aktiviert wird, wenn man Enter drückt. Das ist auch, da müsst ihr dann halt, da muss dann der PO zum Beispiel immer aufpassen. Also das ist dann auch gute User Experience, weil wenn ein Benutzer diese Anwendung von euch benutzen kann, der zum Beispiel mit der Tastatur gerne arbeitet. Also wenn jemand hier Username und Passwort auch im Login, wenn er das eingegeben hat, meistens will man dann nicht hier mit der Maus irgendwie nochmal rum, sondern will dann einfach auf Enter drücken und es soll einfach gehen. Und da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr diese Buttons richtig einrichtet. Wir machen uns das jetzt auf jeden Fall mal zunutze, dass wir hier Space drücken können. Und dafür benutze ich Type. Und Keycode und Space. Hier muss man echt aufpassen. Ich habe jetzt hier Type geschrieben. Type bedeutet, diese Taste wird gedrückt und auch wieder losgelassen. Wenn man hier Press benutzt, dann wird die runtergedrückt und erst wieder losgelassen, wenn euer Test aufgehört hat. Und dann wird das hier nicht, also dann wird dieses Register niemals aufgerufen. Weil der Button seine Action erst dann aufruft, wenn der auch wieder losgelassen wird. Deswegen muss man hier Type benutzen. Oder man macht Press und dann hier so Release. Aber das ist irgendwie nervig. Deswegen lieber macht das mit Type. Bestimmt kann man auch einfach sowas hier machen. Keine Ahnung. Ich mache es jetzt mal mit Type, weil das ist ein bisschen mehr explizit. Also da weiß jeder, okay, hier wird tatsächlich auf Space gedrückt und nicht ein Leerzeichen eingegeben. So. Das führen wir jetzt nochmal aus. Und der Test ist durchgelaufen. Also auch diese Zeile hier, diese Verifizierung, dass die Methode aufgerufen wurde, ist durchgelaufen. Okay, das war dieser Test. Jetzt habe ich noch eine dritte Art von Test, das ist der App-Test. Und ich habe dir schon gemerkt, wir haben jetzt hier eigentlich die Dependency Injection von Dagger zum Beispiel umgangen. Wir haben hier nur dieses Mock und Inject Mocks benutzt von Mockito. Und insbesondere haben wir auch keinen richtigen User Service bekommen. Also dieser User Service ist ja nur ein Mock. Der hat zum Beispiel gar keinen User API Service. Und das ist auch gut so, weil wir hier an der Stelle nie definiert haben, wo kommt dieser User API Service eigentlich her. Weil wir hier auch keinen Retrofit benutzen. Weil keine Serveranbindung. Hier funktioniert das. Hier können wir das ganz leicht machen in diesem Test. Weil wir hier ja wissen, was dieser Register-Controller braucht. Wir wissen, dass der ja eigentlich nur den User-Service braucht. Und wir wissen auch, dass man davon nicht wieder wegkommt in dem Test. Wir testen ja zum Beispiel nicht, dass dieses Register, das einen das wieder zurück in Login schickt. Aber wenn wir jetzt einen richtigen Anwendungstest machen, also einen Test, der zum Beispiel den kritischen Pfad von eurer Anwendung durchgeht, dann müssen wir auch Dependencies beachten, die wir erstmal nicht wissen, wo wir sie herbekommen. Da ist eine Frage, ist der Test überhaupt aussagekräftig, wenn Lenient noch true ist? Ja, eigentlich, genau, das stimmt eigentlich. Ich muss das wieder löschen. Hast vollkommen recht. Also das war jetzt nur zum Zeigen. Ihr könnt natürlich dann den ganzen Test runterschreiben und dann erstmal ausführen und dann müsst ihr niemals hier dieses Lenient noch mit dazwischen einfügen. Aber der sollte jetzt noch genauso funktionieren wie vorher. Weil das hier, also dieses Lenient hätte mir jetzt nur erlaubt, dass ich die Zeile weglasse. Aber ob Lenient oder nicht, wenn die Zeile hier steht, wird das so oder so überprüft. Und deswegen war das jetzt auch egal. Gut, ich committe das mal. Was hat sich hier geändert? Übrigens, wenn man sowas macht, zum Beispiel die Zeilen löschen, kann man hier auch das Ausschließen von dem Commit. Also wenn man irgendwelche temporären Änderungen einfach so zum Testen oder sowas macht,
dann kann man die hier auch nicht mitcommitten, indem man hier einfach in den Haken wegmacht. Oder alternativ, es gibt in IntelliJ so Change-Lists, also wenn ich an zwei Sachen gleichzeitig arbeite, kann ich auch manche Änderungen in eine andere Change-List verschieben. Zum Beispiel würde ich das jetzt hier machen, move to another Change-List, dann würde ich sagen, Testing oder so. Und wenn ich jetzt Committed mache, dann wird mir das gar nicht angezeigt. Also dann kommen hier nur die Änderungen aus dieser Change-List, aus dieser Changes oder Default oder so nennt man die auch und nicht aus dem Testing hier unten. Und da muss ich hier gar nicht den Haken setzen. So, das war jetzt Test Register. Also jetzt nochmal einen Anwendungstest, also einen App-Test. Den lege ich auch wieder, den habe ich ja schon, den hatte ich letztes Mal schon angelegt wegen der Coverage. Hier braucht man jetzt nochmal ein bisschen mehr. Hier braucht man nämlich jetzt eine neue Component. Also das, was wir hier haben, schon die Main Component, die brauchen wir zum Testen jetzt nochmal eine andere. Und zwar brauche ich eine Test Component und auch ein Testmodul. Das füge ich beides mal hier ein und gehe das dann kurz durch. Das Test Component ist so ähnlich definiert wie das Main Component und erweitert das auch. Also hier ist auch wieder dieser Builder definiert. Nur sagen wir jetzt hier, wir brauchen das Main-Modul und das Test-Modul. Und tatsächlich brauchen wir das Main-Modul noch nicht. Das brauchen wir später. Das ist in meiner Musterlösung, habe ich schon ein bisschen weitergemacht. In dem Test-Modul überschreiben wir jetzt nochmal die ganzen Services, die wir, oder auch das Retrofit, die wir nicht bereitstellen können. Nämlich den Event-Listener. Wir wollen uns ja auch nicht mit dem Websocket verbinden über die Tests. Und diese beiden API-Services. Und hier kann man jetzt eigentlich machen, was auch immer man will. Diese API-Services, das sind ja Interfaces. Und die kann man auch implementieren, wie auch immer man will. Zum Beispiel, was gibt denn der eigentlich zurück? Ah, der hat mehrere Methoden. Zum Beispiel kann ich jetzt hier einfach so eine anonyme Klasse anlegen. New User API-Service. Und dann hier irgendwas machen. Also hier kann ich zum Beispiel sagen, observable.empty. Ich möchte immer, wenn irgendeiner in meinem Test versucht, einen User anzulegen, möchte ich empty zurückgeben. Einfach so. Kann ich hier einfach machen. Oder hier kann ich observable.justList.off. Also ein Observable mit einem Element, was eine leere Liste ist. Hier kann man alles zurückgeben, was auch immer man sich ausdenken will, was auch immer man für Testdaten hat vor allem. Ich könnte hier auch ListOff und dann New User und dann hier einen Test-User definieren. Mein Test-User hat ID 1, heißt vielleicht Testus oder so. Der ist immer online und der hat keinen Avatar. Dann halt. Und auch hier bei Find One könnte ich mir, also ich kann mir hier eigentlich den ganzen Server nachbauen. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, New User, wenn die ID 1 ist, dann gebe ich diesen User und ansonsten 0. Also ich gaukel jetzt hier im Prinzip einen, das ist falsch, observable just. Ich gaukel hier eigentlich einen ganzen Server vor, der zum Beispiel ein statisches Datenmodell, was ich mir gerade selber ausgedacht habe, enthält. Und der Vorteil davon ist, eben wenn der Server down ist, oder wenn der Server diese Daten, die ihr voraussetzt, nicht enthält, dann könnt ihr die hier einfach hinschreiben und dann ist es völlig egal, was der Server denkt. Ihr habt hier die Freiheit, euch irgendwelche Dinge auszudenken und hier diesen Server wegzuabstrahieren. So, das gleiche muss ich mit diesem Auf-API-Service machen. Der hat anscheinend nur eine Methode, deswegen benutze ich hier einen Lambda-Ausdruck. Könnt ihr dann selber entscheiden. Also wenn der nur eine Methode hat, kann man Lambda, ansonsten muss man halt hier so eine anonyme Klasse benutzen. Und nochmal hier zu dem Event-Listener, da habe ich jetzt auch den einfach so implementiert. Wenn jemand Listen macht, dann gibt der ein leeres Observable zurück. Und wenn jemand Send macht, passiert gar nichts. Okay, dieses Testmodul ist aber auch nur, um die Anwendung an sich zu testen. So, diesen ganzen Unsinn lösche ich mal. Den brauche ich nämlich jetzt hier. Hier
muss ich jetzt auch wieder Application Test benutzen. Und diese App wieder irgendwie initialisieren. Das ist aber jetzt ein bisschen komplizierter. So, jetzt mache ich hier wieder Start. Ich muss mir ja jetzt irgendwie dieses Test-Component, das muss ich ja jetzt verwenden. Jetzt mache ich mal hier wieder das und irgendwie Compile Java. Nein, Compile Test Java. Damit diese Dagger Klassen generiert werden. Dieser generierte Code, den brauche ich ja jetzt, um den aufzurufen. Das war letztes Mal schon so. So, jetzt mache ich hier ja, einmal erstmal eine App. Und da mache ich jetzt null als Controller. Das ist einfach nur dafür, dass ich diesen Konstruktor auswähle und nicht diesen hier. Und bei den Komponenten muss ich diesmal anders übergeben, andersrum. Das muss ich diesmal mit der Show-Methode machen. Jetzt mache ich mir einen Test-Component mit diesem Dagger-Test-Component. Das ist genauso wie hier in der App-Klasse. Das, was wir hier gemacht haben, nur statt Main jetzt Test. Bilder, da muss man wieder die App übergeben. App. Deswegen steht das hier auch drunter, ne, weil sonst hätte ich keinen Zugriff auf die App. Und Punkt Bild. Ah, das gibt mir keinen Test-Component, sondern einen Main-Component zurück. Ist in Ordnung, weil jeder Test-Component ist ja schon Main-Component. Ne, der erbt ja von dem. Gut, dann mache ich app.start. Und dann mache ich app.show. Nämlich Test-Component-Login-Controller. Das ist jetzt wirklich der richtige Ablauf, wie man wie die App auch wirklich gestartet wird. Also hier sage ich jetzt, die startet mit dem Login-Controller, so wie das normalerweise auch passieren würde. Und ab hier kann ich dann wirklich alles Mögliche machen. Zum Beispiel anmelden, indem ich schreibe, ja, was denn eigentlich? Das könnt ihr euch überlegen. Das kommt so ein bisschen darauf an, was hier in diesem Modul für ein Standard-DAV-Modell oder auch wie diese Sachen hier implementiert sind. Zum Beispiel habe ich jetzt hier gesagt, wenn man Login macht, kriegt man automatisch hier dieses Login-Result, wo Name N ist und Access-Token A. Aber da ist egal, was für ein Passwort ich eingebe. Also kann ich hier auch einfach mal ausprobieren, wenn ich irgendwelchen Mist eingebe. Schreibe ich mal meinen User. Tab. Keine Ahnung. Mein Passwort. Tab. Und dann wieder dieser Space. Und jetzt könnte ich zum Beispiel überprüfen, ob ich in dem Lobby-Bildschirm gelandet bin. Das ist jetzt euch überlassen, wie ihr das macht. Da will ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Es geht nur darum, hier könnt ihr dann zum Beispiel so einen Critical Path-Test machen. Das ist der Sinn von diesem App-Test. Also nochmal, alle Controller werden in Isolation getestet, mit ihrem eigenen Verhalten. Wenn ihr dann sowas machen wollt wie die Übergänge, oder generell den Flow von der Anwendung testen. Zum Beispiel, wie würde ein Benutzer die verwenden, indem er sich einloggt und dann irgendwelche Spiele anlegt, dabei tritt und so weiter. Das könnt ihr alles hier in so einem Test machen. Und der muss dann auch nur einmal laufen. Da kann man dann auch so Fehlerfälle nochmal sich angucken. Weil ich würde hier zum Beispiel diese Geschichte weglassen. Also ich würde in meinem App-Test, weil das nicht zum kritischen Pfad gehört der Anwendung, würde ich mir schenken, jetzt nochmal zu überprüfen, was passiert, wenn man die Passwörter nicht richtig eingibt oder wenn die zu kurz sind oder sowas. Hier geht es wirklich nur darum, den kritischen Path zu testen, also auch den Happy Path. Also nur, wenn man halt erfolgreich alles durchläuft. Okay, ja, so viel zum Testen. Ich werde jetzt noch so zwei, drei andere Sachen zeigen, die wir immer wieder gesehen haben in den Jahren. Also das sind so Techniken, die man immer wieder braucht in den Anwendungen. Das ist nämlich einmal, wie man ein Style-Sheet definiert, wie man ein Theme definiert und andererseits, wie man die Sprache wechselt. Das wurde schon ganz oft versucht. Das ist auch immer wieder zum Beispiel ein Bonus-Feature gewesen von euch. Und immer wieder sehe ich, wie sich da die Entwickler dran Ewigkeiten aufhalten und dann damit halt Zeit verlieren, weil sie eben das nicht auf richtige Weise machen. Und deswegen will ich das einfach mal zeigen, wie man das ordentlich macht, vor allem, weil wir halt auch noch ewig viel Zeit haben. Und da gehe ich jetzt mal schnell durch.
Den App-Test, den werde ich jetzt mal wieder löschen, weil der eh uninteressant ist. Und das hier einfach committen. Also, wir fangen mal mit der Übersetzung an. Ich weiß nicht, wie viele Teams tatsächlich dieses Feature haben, aber wenn ihr das jetzt noch nicht habt, dann kommt das vielleicht später noch, dann schlagen wir euch das noch im nächsten Release vor oder so. Also das ist immer eine gute Sache, die man machen kann, ist auch immer benutzerfreundlich, wenn man die Anwendung übersetzt hat in mehrere Sprachen. Und das wurde auch von den Leuten, die JavaFX gemacht haben, sehr gut bedacht, dass man das oft braucht. Und deswegen benutzen wir das jetzt so, wie die sich das gedacht haben, und das zeige ich euch. Und zwar nimmt man dafür ein Resource Bundle. Das ist im Prinzip eine Datei, die kann ich hier anlegen, Resource Bundle. Und da gibt man dann einen Base Name an, ich nenne den jetzt einfach mal Leng. Und man wählt aus, welche Locales man haben will. Ein Locale ist eigentlich eine Sprache oder auch eine, manchmal ist da auch die Region mit kodiert. Also ein Locale wäre zum Beispiel Deutsch, aber es gibt auch ein Locale für Österreich. Oder lokal gibt es auch Englisch, aber da gibt es ja dann auch nochmal die Unterscheidung zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Wir wollen jetzt erstmal nur Deutsch und da gibt man jetzt den Code an und der Code für Deutsch ist einfach nur DE. So, hier steht jetzt auch schon German. Das Default Locale, das ist etwas, was als Fallback genommen wird. Das gibt es immer, wenn jemand zum Beispiel seinen Computer auf Chinesisch hat und ihr kein Chinesisch definiert habt, dann wird dieses Default Locale ausgewählt. Und da nimmt man dann klassischerweise einfach, da schreibt man dann die englischen Sachen einfach rein. So, jetzt zeigt er mir das hier schon so ein bisschen speziell an. Hier wurden eigentlich nur zwei Dateien angelegt, aber bei dem einen ist noch so ein Präfix dabei, was die Sprache andeutet. Bei IntelliJ gibt es ein Plugin, das heißt Resource Bundle Editor. Das empfehle ich euch auch zu installieren. Da kriegt ihr nämlich dann so eine Ansicht hier. Man kann jetzt hier neue Property Keys hinzufügen, zum Beispiel Username, und jetzt steht hier einmal das für das Default Locale, da würde ich jetzt schreiben Username, und das für das deutsche Benutzername. Wenn ich jetzt noch ein neues Locale habe, zum Beispiel Spanisch oder so, dann taucht hier noch so ein drittes Feld auf. Das macht es auch vor allem leicht, das zu editieren, wenn ihr einen neuen Key hinzufügt. In Wirklichkeit werden die Sachen dann hier in diesen Properties-Dateien abgespeichert. Und hier liegen die dann einfach so Key-Value-mäßig drin. Okay. So, wie benutzen wir das jetzt? Als allererstes brauchen wir wieder etwas in unserem Modul. Nämlich gibt es hier von JavaFX einen Standard-Support, um diese Resource-Bundle zu laden. Und das nennt sich einfach nur Resource-Bundle. Passend. So, Resource-Bundle. Das ist wieder egal, wie ich das nenne. Und hier muss ich nur schreiben Resource Bundle get Bundle. Und jetzt schreibt man hier den Package Namen mit Slashes hin. Also DE, UniKS, Pioneers, Lang. Und das will ich zurückgeben. Das müssen wir jetzt benutzen. Und zwar in unserer FXML. Ich mache das jetzt wieder im Register, weil das da leicht schön zu zeigen ist. Im Login funktioniert das analog, nur halt ohne FXML. Das könnt ihr dann selber rausfinden, wie ihr das macht. Die FXML liegt hier. Und die mache ich jetzt mal im Scene Builder auf, weil dieser Scene Builder, der hat auch Unterstützung für diese Resource Bundles. Nämlich kann ich hier zum Beispiel Username, dann geht man hier auf Properties und hier steht jetzt, da hatte ich Username eingegeben. Das ist einfach nur das Label und das ist jetzt auch immer auf Englisch. Aber wenn ich das übersetzen will, gehe ich hier auf das Einstellungssymbol. Und hier gibt es Replace with Internationalized String. Und hier muss man dann den Key eingeben, also Username. Jetzt ersetze das hier durch so einen Prozent. Die Keys wählt man immer am besten so, dass man schon mal ungefähr eine Vorstellung hat, was dann da steht. Also Username, hat ja das verdeckt. Ah, okay. Wie wechsle ich denn das? Regie? Mhm. Kamera ist im Weg. Ich mache das einfach so. Jetzt sieht man es. Also hier ist das. Hier Replace with Internationalized String. Okay, und hier schreibe ich jetzt Passwort. Und bei dem Repeat würde ich dann zum Beispiel schreiben Repeat Password. Also dann sieht auch derjenige, der sich dieses FXML anguckt, okay, was könnte da ungefähr stehen.
auch mit Punkten und so getrennt. Ansonsten geht das nicht in dieses Properties-Format, aber das, so kann man das wenigstens ein bisschen lesen. Und hier schreibe ich jetzt mal nicht Register, sondern Sign Up zum Beispiel. Sign Up. Wenn ich das jetzt speichere und mir hier nochmal angucke, dann sagt mir IntelliJ auch, dass es diese Keys nicht gibt. Und auch hier kann man, glaube ich, jetzt wieder mit Alt-Enter Create Property machen. Jetzt fragt er mich nach der Properties-File. Oh, das ist ja hier. Genau, hier lang.properties, Property Key, Property Value. Hier würde ich jetzt zum Beispiel Passwort schreiben. Und dann legt er hier automatisch in diesem lang.properties dieses Passwort-Key in. Da muss man natürlich in das DE nochmal extra reingehen. Das muss ja hier mit einem P stehen. Und das gleiche würde ich hier auch machen für Repeat. Repeat Passwort. Und hier für Sign Up. Sign Up. Und dann auch hier wieder das mit aufschreiben. Man kann es natürlich auch weglassen in der deutschen Übersetzung. Dann wird auch, wenn ich die Keys hier lösche, hier, dann würden die auch aus der englischen genommen werden. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja hier das wirklich übersetzen. Registrieren und Passwort wiederholen. Okay. In dem Moment, wo ich die FXML lade, muss ich natürlich jetzt sagen, wo sollen diese Properties eigentlich herkommen. Und dafür muss ich hier, deswegen haben wir das gerade in das Modul geschrieben, muss ich mir das Resource Bundle injecten. Das geht so. Und hier muss ich Bundle und hier muss ich wieder Bundle machen. Und jetzt kann ich das Bundle einfach hier übergeben. Hier gibt es noch einen zweiten Parameter, den wir bisher noch nicht benutzt haben, aber hier ist Platz für dieses Bundle. Wenn ich das hier hinschreibe, wird das beim Laden dieser RegisterFXML benutzt. Jetzt kann ich ja mal die Anwendung ausführen. Mit Main. Und dann ist es immer noch vermutlich auf Englisch. Das liegt jetzt daran, dass mein Computer auf Englisch ist. Wir müssten natürlich jetzt eine Möglichkeit bereitstellen, das auf Deutsch umzustellen. Da würde sich zum Beispiel anbieten, hier so einen Button hinzumachen oder so. Ich glaube, das mache ich auch mal eben schnell. Ja doch, das brauche ich später nochmal. Ich mache das mal schnell. Gut, also Register. Hier brauchen wir einen Button. Ich mache das jetzt in die FXML, geht schneller. OnAction set.de Text gleich DE. Und was sagt er hier? Canvas of Symbol, warum ist das gelb? Empty Body. Achso. Und hier set.de. Auch wieder hier Methode erstellen. Und für Englisch auch. Prinzipiell benutzt dieses Main-Modul hier an der Stelle das Default-Locale. Das Default-Locale, das wird gesetzt, abhängig von eurem Betriebssystem. Also in meinem Fall ist das Englisch. Wenn ihr euren Computer auf Deutsch habt, ist das Deutsch. Wenn der auf Arabisch gestellt ist, dann ist das Arabisch und wählt aber dann trotzdem dieses Standard hier, diese Property Keys aus. Wir wollen das jetzt ändern. Und dafür machen wir locale set default und dann locale.english. Und oben locale.german. Davon passiert aber noch nichts. Weil dieses Resource Bundle, das ist nicht so dynamisch. Das ist in dem Moment, wo ihr das hier macht, wählt das die Sprache aus und dann habt ihr einen Resource Bundle, was diese Sprache benutzt. Und nur weil ihr hier dieses Set-Default macht, ändert das nicht seine Sprache. Deswegen müssen wir uns ein neues geben lassen, ein neues Resource-Bundle. Aus diesem Grund habe ich hier auch nicht Singleton benutzt. Und dadurch kann ich nämlich im Prinzip, wenn ich einen neuen Register-Controller anlege, diese Methode nochmal aufrufen lassen und dann wird hier das andere Local ausgewählt. Aber damit ich diesen neuen Register-Controller bekomme und mir den über die Dependency-Injection beschaffen kann, brauche ich hier nochmal einen Provider. Und außerdem brauche ich eine App. Was ich nämlich jetzt machen will, ist,
im Prinzip ein Reload vom aktuellen Controller. Das ist ein bisschen punkig. Ihr müsst das nicht genau so machen. Das ist jetzt bei mir nur, damit ich es zeigen kann. In eurem Fall könnt ihr, abhängig davon, wie man die Sprache einstellt, das machen. Also wenn die zum Beispiel in den Einstellungen ist und dann wählt man da was aus und die wird nicht sofort angewandt, sondern man muss nochmal auf Speichern drücken und landet dann aber wieder im Hauptmenü, dann müsst ihr natürlich den Reload nicht machen, weil dann wird in dem Moment, wo das Hauptmenü geladen wird, wieder hier dieses Resource Bundle geholt und dann mit der richtigen Sprache. Also das kann man auch ohne diesen Reload schaffen. Aber ich will den jetzt machen und deswegen mache ich hier app.show register. Habe ich den hier angebunden? Nein. Ah, hier fehlt er noch. Und dafür mache ich jetzt hier unten app.show register controller provider.get. Und das gleiche beim Deutschen. Also das hier ist im Prinzip mein Reload. Ihr könnt auch... Ah, es wird in der App schwierig. Also vielleicht findet ihr noch eine bessere Möglichkeit, wie man dieses Reload macht. Eine Hilfsmethode oder irgendwas. So, jetzt starte ich nochmal neu. Und jetzt gehe ich auf Register. Ah, das ist ja genial. Ich habe hier zweimal DE eingegeben. Der untere Button, stellen wir uns vor, heißt EN. Ne? Also der stellt auf Englisch, der obere stellt auf Deutsch. Aber wir sehen, ich kann hiermit einfach die Sprache wechseln. Ich musste jetzt nicht irgendwie Set Text oder sowas machen und dann irgendwelche Dinge abfragen, sondern ich konnte einfach nur, indem ich dieses Resource Bundle benutzt habe und ein bisschen clever mit der Dependency Injection gearbeitet habe, diese Sprache wechseln. Okay? Also das geht immer noch. Dann wollen wir das vielleicht abspeichern. Wir hatten NPM schon gelernt, da kann man, um irgendwelche Dinge zu speichern, kann man prinzipiell Dateien anlegen, wo man JSON reinschreibt. Es gibt aber für solche Dinge wie die Sprache gibt es noch eine bessere Möglichkeit oder eine einfachere Möglichkeit in JavaFX. Und das nennt sich Preferences. Und die brauchen wir auch wieder hier mit Provides. Und da nehmen wir uns jetzt Preferences. Bei dieser Klasse bekommt man eine Instanz, indem man ein Package angibt. Und das ist typischerweise unser Main Package, also das, wo wir hier drin sind, DE Unikis Pioneers. Man nimmt da auch immer das Gleiche. Also ich denke nicht, dass ihr dann für jedes Package irgendwelche eigenen Einstellungen braucht oder so, sondern das sind auch typischerweise wenige. Also ne, da wird jetzt die Sprache eingestellt, vielleicht kann man dann noch so Dark Mode, Light Mode oder Remember Me auch ablegen. Aber für mehr Dinge ist das nicht gut, weil wir einen Server haben und der eigentlich alles speichert. Also dieses Preferences können wir uns hier beschaffen. Und jetzt können wir zum Beispiel hier sagen, ach nee, das mache ich nicht hier. Ich mache das gleich in ordentlich. Hier gilt auch wieder dieses Preferences, das ist so eine Art Implementierungsdetail. Also, dass ihr eure Einstellungen in den über Java Preferences speichert, das ist ein Detail von eurer Anwendung, was aber nicht zwangsweise so sein muss. Also ihr könnt auch eure Einstellungen zum Beispiel in Memory speichern. Bestes Beispiel ist hier der Test. Da wollt ihr in einem Test nicht in den Benutzereinstellungen rumfuschen, die der Benutzer auch bekommt, wenn er die Anwendung ausführt. Deswegen wollt ihr diese Preferences am besten mocken. Und das machen wir jetzt auch wieder in ordentlich. Dafür brauchen wir hier einen Pref-Service oder Preferences-Service, ich mache es jetzt mal kürzer. Und hier will man jetzt zum Beispiel eine Methode locale getLocal, also eine Methode, um mir die aktuelle Sprache zu beschaffen. Und ich möchte auf jeden Fall auf diese Preferences zugreifen. Also Pref-Service, Preferences, hier wieder bind. Und wichtig, inject. Das ist ein Service, den müssen wir injecten. So, jetzt kann man hier sowas machen wie locale for language tag. In den Einstellungen kann man nur Strings speichern, beziehungsweise auch Zahlen, aber auf jeden Fall keine locales. Hier gibt es so Methoden, get, genau, da gibt es Strings, Boolean, in, byte, array, double float und long könnt ihr da ablegen. Das ist immer mit einem Key und mit einem Value. Und wir wollen zum Beispiel den Key benutzen, Language, für die Sprache. Also Preferences get Language.
Und außerdem wollen wir hier einen Default hinterlegen. Und der Default soll sein locale get default to language tag. Man könnte das auch anders schreiben, man könnte hier auch sowas machen wie if preferences get oder has oder so. Nee, gibt's nicht. Man könnte hier auch irgendwie prüfen, ob das dann null ist oder sowas. Aber das geht auch mit diesem Default Value. Außerdem wollen wir hier einen setLocal anbieten. Und da machen wir jetzt preferences.put language locale to language tag. Language tag nochmal ist eine Möglichkeit, dieses locale irgendwie in einen String zu konvertieren, den man dann wieder umwandeln kann in die andere Richtung. So, das. Und jetzt kann man im Register Controller zum Beispiel sagen, wie heißt das Ding? Pref Service. Ich möchte gerne nicht locale set default machen, das wollen wir nicht benutzen, das ist nämlich schlechter Stil, sondern pref service.setlocale locale.english und hier oben locale.german. Okay, soweit so gut. Das bedeutet jetzt, indem wir das machen, wird auch diese Einstellung, die wir da treffen, diese Spracheinstellung wird auch persistiert. Also wenn wir die Anwendung dann neu starten, wird die auch benutzt. Außer, dass wir dafür hier noch eine kleine Änderung machen müssen, nämlich bei diesem Bundle. Da brauchen wir den Pref-Service und hier wollen wir nicht das Default-Local benutzen, sondern das, was der sagt. Get-Local. So, jetzt kann ich das ja mal ausprobieren. Im Moment ist es auf Deutsch anscheinend gestellt. Jetzt kann ich das auf Englisch wechseln. Und ich ändere jetzt mal hier den Button, weil das voll verwirrend ist. So. Jetzt ist es auf Englisch. Wechsle ich wieder zurück, Deutsch. Starte die Anwendung neu. Und jetzt ist es auf Deutsch. Das betrifft natürlich nur den Register Screen, weil den Login habe ich nicht geändert. Da ist alles gleich. Aber wie ihr seht, die Einstellung wird gespeichert. Ich kann euch auch mal zeigen, wo die gespeichert wird. Bei Mac ist das so, da gibt es irgendwo so einen geheimen Ordner, hier unter Library Preferences, und da gibt es dann so eine Datei. Und hier steht das drinne. DE Unicast Pioneers. Und hier steht mein Language und hier steht mein die ausgewählte Sprache. Unter Windows ist das ein anderes Dateiformat. Ich glaube sogar, unter Windows wird das in der Registry irgendwo abgelegt. Aber der wichtige Punkt dabei ist, ihr müsst euch nicht darum kümmern, diese Datei hier anzulegen oder zu bearbeiten. Oder überhaupt zum Beispiel auszuwählen, wo wollt ihr die ablegen. Das ist auch so eine Sache für sich. Man muss immer gucken, wenn man irgendwelche Einstellungen speichert, wo legt man die ab? Macht man die in den User-Ordner? Macht man die in den System-Ordner? Macht man die in den Documents-Ordner oder so? Und diese Einstellung wird euch abgenommen, indem ihr das vorgesehene Preferences benutzt. Also das, was die JavaFX oder Java-Entwickler sich gedacht haben für euch, das können wir denen auch in die Hand geben und die können das einfach benutzen. Also haben wir jetzt die Übersetzung realisiert. Feed Language. Wollen wir das noch testen? Vielleicht. Machen wir vielleicht später. Jetzt zeige ich euch noch das dritte Feature, was ich zeigen wollte. Also wir hatten jetzt gerade Übersetzung und Einstellung und jetzt machen wir noch mal kurz Themes. Und da müssen wir, glaube ich, einen kleinen Exkurs für machen, nämlich in die Welt der Webentwicklung zum CSS. Ich hole mir da einfach mal meine vorgefertigte Musterlösung und gehe das gleich mal kurz durch. Ich habe hier was angelegt, eine CSS-Datei, die heißt Dark Theme. Und hier definiere ich mir jetzt, wie soll meine Anwendung aussehen. Generell, der Grund, warum man dieses CSS erfunden hat, ist ganz einfach, dass man möchte, dass ihr so ein paar Aspekte eurer Anwendung logisch in eurem Code trennt. Und da gehört beispielsweise dazu, dass ihr trennt, wie verhält sich eure Anwendung und wie sieht sie aus. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Und deswegen benutzt man da auch grundsätzlich unterschiedliche Technologien für. Mit dem FXML oder mit dem mit diesen Nodes, die man in JavaFX aufbaut, erstellt man die Struktur eurer Oberfläche. Das würde man in der Webentwicklung zum Beispiel mit HTML machen. Und das Aussehen definiert man mit CSS.
Prinzipiell kann man auch das Aussehen mit so ein bisschen mit JavaFX direkt machen. Also man kann hier zum Beispiel im Login-Controller, könnte ich zum Beispiel hier, wo ich die Buttons anlege oder den Link, kann ich bestimmt auch mal machen, Set Fill oder so machen, Set Text Fill. Damit könnt ihr da irgendwelche Farben ändern. Das ist aber schlechter Stil, das gehört hier nicht hin. Das macht man lieber in die CSS. Und jetzt muss man so ein bisschen gucken, wie wird so eine CSS geschrieben. Hier gibt es eigentlich zwei wichtige Aspekte von. Nämlich gibt es immer einen Selektor. Damit wählt ihr aus, auf welche Elemente eurer Anwendung bezieht sich diese Regel. Und dann gibt es ein oder mehrere Properties. Und das sind Eigenschaften, in denen man zum Beispiel die Farbe setzt. In dem Fall die Background Color. Also was bedeutet jetzt hier diese Regel? Ich möchte das Root-Element, das ist das, was immer ganz oben liegt, dem möchte ich diese Hintergrundfarbe geben. Das hier ist einfach nur Farbnotation. Man kann hier zum Beispiel in IntelliJ auch hinklicken und dann kann man die bearbeiten. Das findet ihr bestimmt raus, wie man das benutzt. Dann die nächste Regel sagt beispielsweise, ich möchte jedes Label einen weißen Text geben. Und außerdem kann man diesen Selektor kombinieren. Wenn man nämlich einen Komma benutzt, dann möchte man sagen, ich möchte, dass diese drei Regeln sowohl auf Buttons als auch auf Textfelder angewendet werden. So kann man sich ein bisschen hier die Doppelung von Code sparen. Dann gibt es auch Selektoren, die sind für Spezialfälle gedacht, nämlich zum Beispiel Hover. Und dieses Hover, das ist, habt ihr auch in PM mal benutzt, da hatten wir dieses Spiel gemacht, wo man dann über die Felder drüber hovern konnte und da haben wir das mit Mouse-Listeners gemacht. Aber da haben wir eigentlich nur das Aussehen geändert. Und nur um das Aussehen zu ändern, kann man auch CSS benutzen. Nämlich hier dieses Hover. Und diese Regel wird jetzt immer benutzt, wenn ich über einen Button drüber hover. Und was hier steht, bedeutet, ich möchte dann die Farbe ändern. Nämlich, dass der nicht mehr hier so ein schwarz ist, sondern dass der irgendwie grau wird. Das gleiche kann ich zum Beispiel auch mit einem Hyperlink machen. Der soll immer blau sein und wenn ich da drüber gehe, dann wird der halt unterstrichen. Also hier gibt es auch verschiedene Properties, die ihr anwenden könnt. Müsst ihr einfach mal gucken. Also hier die Auto-Completion sagt euch, hier gibt es irgendwie hunderte von diesen Properties. Im normalen CSS gibt es davon noch viel mehr. Hier sind wir jetzt auf JavaFX beschränkt, was die können. Dann gibt es hier noch so Focused. Da kann man zum Beispiel einen Effekt auch erstellen. Immer wenn ich ein Textfeld fokussiere, dann wird das leuchten. Sehen wir auch gleich in der Anwendung. Die Selektoren an sich, da haben wir bisher immer diesen Punkt davor geschrieben. Der Punkt bedeutet, das ist eine Klasse, eine CSS-Klasse, eine Style-Klasse. Das ist nicht das gleiche wie eine Java-Klasse, aber das ist eine Möglichkeit, mehreren Elementen ein ähnliches Verhalten zu geben. Also auch, es geht ja auch wieder um Reusability. Nämlich kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jeder Button, der außerdem die CSS-Klasse Register enthält, den möchte ich besonders anzeigen. Nämlich mit einer anderen Schriftgröße und mit einer anderen Hintergrundfarbe. Und außerdem will ich hier wieder sagen, wenn ich darüber hover, also man kann das auch da so kombinieren, so viel man will, diese Selektoren. Wenn ich darüber hover, dann soll er noch mal ein bisschen heller werden. Jetzt nur davon, dass ich diese Datei eingefügt habe, benutze ich noch nicht automatisch das CSS. Dafür muss ich noch was anderes machen. Nämlich gehe ich dafür in die App und hier muss ich jetzt dieses Scene benutzen. Das ist jetzt aber relativ einfach. Ich muss nämlich nur sagen, scene getStyleSheets.add und dann muss ich eigentlich wieder eine URL übergeben, aber wir wissen ja, wir können Ressourcen zu URLs machen, nämlich mit getResource. Das Ding heißt Views, Dark Theme, CSS und wir müssen es dann wieder in das Stream umwandeln. Das war's. Nochmal kurz zu dem Button. Ich will ja den Register-Button besonders anzeigen. Prinzipiell kann man hier auch eine ID benutzen. Das würde man dann auch so machen, wie ihr das kennt, mit so einem Hash. Damit würde ich mich explizit auf diesen Register-Button beziehen. Oft ist das aber nicht das, was man will, weil es gibt ganz selten nur irgendwelche Elemente, die nur für sich allein irgendeinen besonderen Stil haben. Meistens fällt einem dann irgendwann ein, ach, ich brauche das diesen gleichen Stil für irgendein anderes Element auch noch. Deswegen nehmt lieber Klassen und keine IDs. Und dafür müssen wir die Klasse jetzt noch hinzufügen. Das mache ich mal wieder im Scene Builder.
Um euch das mal zu zeigen, geht an sich auch hier, das sehen wir aber gleich. Nämlich der Sign-Up-Button soll jetzt eine CSS-Klasse bekommen. Hier steht Style-Class und da schreibe ich jetzt hin Register. So, wenn ich das abspeichere, taucht das auch hier auf. Style-Class gleich Register. Man kann da auch mehrere definieren, indem man die mit einem Space trennt. Das ist in HTML und in CSS genauso. Das könnt ihr euch schon mal für die Webentwicklung irgendwann mal merken. Also, Register hat jetzt einen extra Style. Und jetzt probiere ich das mal aus. Und siehe da, wir haben den Dark Mode. So leicht war das. Weil ich hier am Anfang gesagt habe, der Hintergrund soll schwarz sein, ist auch der Hintergrund schwarz. Weil ich gesagt habe, Labels sollen weiß sein, sind auch die Labels weiß. Und dieses Leuchten kommt hier zum Beispiel durch diese Regel mit dem Fokus. Immer wenn ich ein Textfeld auswähle, dann leuchtet das so. Hier sieht man den Hover-Effekt von dem Button und im Register sieht man auch den Custom-Style von diesem Register-Button. Ich habe den mit der Font größer gemacht und ihn grün gemacht. Aber ganz wichtig an der Stelle, ich habe das jetzt hier einmal definiert, diese ganzen Regeln, und die funktionieren sofort für die ganze Anwendung. Weil Style ist immer etwas, das möglichst konsistent sein soll. Wenn jeder Entwickler in seinen FXMLs immer die Schriftgrößen und die Hintergrundfarben und so definiert, dann fällt euch irgendwann ein, oh, wir wollen eigentlich lieber doch eine andere Hintergrundfarbe oder eine andere Schrift. Und dann müsst ihr in jede FXML reingehen und überall da diese Werte ändern. Das ist super nervig, dann vergisst man das irgendwo, der Benutzer guckt sich die Anwendung an, landet in einem Screen, den ihr vergessen habt und dann sieht er plötzlich komplett anders aus als der Rest der Anwendung. Das ist einfach nur Kacke und das will keiner haben. Deswegen definiert man Styles immer global. Genau, also prinzipiell alles, was ich hier gesagt habe, findet ihr auch hier in dieser Doku nochmal. Die ist sehr lang, da gibt es alle möglichen Regeln zu Selektoren und was für Properties und wie funktionieren die. Könnt ihr euch alles mal in Ruhe durchlesen und dann vielleicht eure Anwendung noch ein bisschen schöner machen, als das, was ich hier gemacht habe. Also macht die auf jeden Fall schöner, ne? Also wenn ihr die so dann uns später in den Kundenpräsis zeigt, dann gibt es ganz bösen Ärger. Okay. Gut. Jetzt habe ich eben Sachen geändert. Ich hatte schon gesagt, wir haben jetzt noch genug Zeit für den Test nochmal kurz. Erstmal committe ich das. Wo sind eigentlich die ganzen Kameras hin? Bevor ich jetzt weitermache, müssen die alle wieder angemacht werden. Los, Kameras, auf geht's. Alle haben keinen Bock mehr. Los, macht die Kameras wieder an, nachher kommt nochmal Sepp und der will euch auf jeden Fall mit Kamera sehen. Wenn ihr das jetzt nicht macht, müsst ihr es später tun. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Vielleicht hört auch überhaupt keiner mehr zu. Na gut. Okay. Wichtig, immer wenn ihr irgendwelche Änderungen an eurer Anwendung oder auch an euren Tests macht, dann solltet ihr am besten alle Tests ausführen. Weil das ist auch das, was das CI macht. Man könnte jetzt in Versuchung sein und hier irgendwie loslegen, die Tests nochmal alle einzeln. Also ich gehe jetzt hier rein, oh, und dann drücke ich mal hier und gucke, was der so macht. Und dann gehe ich als nächstes hier rein, drücke nochmal hier. Aber ihr müsst immer alle Tests auf einmal ausführen, das ist ganz wichtig. Das macht das CI auch. Und wenn das bei euch nicht funktioniert, wisst ihr auch, dass es im CI nicht funktionieren wird. Aber damit ihr das wissen könnt, müsst ihr es mal selber gemacht haben. Und das geht am besten, indem man Gradle Test macht. Oder Gradle Check, ist egal. Da werde ich jetzt sehen, mir fehlen auf jeden Fall Dinge. Ich hatte eben diese Resource-Bundle-Geschichte hinzugefügt und diesen Preference-Service und hatte aber vergessen, den Test anzupassen, den Register-Controller-Test oder auch den Test-Component. Das ist jetzt erstmal blöd. Ihr müsst immer aufpassen, ne? Also wenn ihr solche Sachen hinzufügt, am besten auch gleich die Tests nochmal ausführen, weil sowas macht schnell eure Anwendung kaputt. Ich werde das jetzt mal zeigen, weil wir dafür einen ganz kleinen Umbau nochmal machen müssen, damit das ordentlich ist. Ich hatte schon mal gesagt, wir haben hier dieses Modul und dafür braucht ihr nur eins. Da habe ich aber was Falsches gesagt, ihr braucht nämlich in Wirklichkeit mehrere davon. Das kommt nämlich auch, also wie viele davon ihr braucht und wofür ihr die braucht, das kommt darauf an, wie ihr eure Anwendung aufbaut und wie ihr sie testen wollt. Und in unserem Fall brauchen wir auf jeden Fall mehrere davon, weil wir manche Dinge gerne in dem Test überschreiben wollen, also in dem Test anders machen wollen, zum Beispiel das Retrofit.
Aber manche Dinge sollen auch gleich bleiben. Zum Beispiel dieses Resource Bundle, wenn man dieses Resource Bundle nur ganz schwer mocken kann. Das ist, ja, das ist einfach so eine Eigenart. Das nehmen wir am besten einfach so hin, wie es ist, und laden das auch in Wirklichkeit, da kann auch nicht viel schief gehen. Aber damit wir das machen können, müssen wir hier ein bisschen trennen. Dafür lege ich jetzt mal hier ein neues Modul an, nämlich einmal ein HTTP-Modul. Hier schreibe ich hin AdModule. Und da kommen jetzt diese ganzen Retrofit-Geschichten rein. Die finden hier Platz. Und dann brauche ich noch ein Main-Modul, das bleibt bestehen. Da soll dieses Bundle drin sein. Und dann kann man zum Beispiel noch so ein Perf-Modul machen. So. Perf-Modul. Das ist auch eigentlich aus der Hinsicht gut, weil ihr jetzt wieder Klassen ein bisschen kürzer macht. Ne? Hier, übrigens habe ich das mal hier angeschleppt, das Clean Code Buch. Da steht natürlich drin, Klassen sollen nicht so lang sein. Und da gehört natürlich auch dazu, wenn ihr so ein Main-Modul habt, wo dann 50.000 Dependencies initialisiert werden, dann wird die Klasse ziemlich lang. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen haben wir das jetzt mal ausgegliedert. Hier muss man dann eigentlich nur schreiben, womit die Hauptanwendung noch geht. Main-Modul und HTTP-Modul und Perf-Modul. Also das ist jetzt einfach nur die neue Syntax von dem Component, dass man mehrere Module benutzen möchte. In dem Test hingegen habe ich jetzt zwar das Testmodul, aber ich habe hier kein HTTP-Modul, und das will ich auch gar nicht haben, weil dieses HTTP-Modul, das gehört ja nicht in den Test rein. Wir wollen uns ja nicht verbinden. Wenn ich den Test jetzt ausführe, können wir mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich der gleiche Fehler wie eben. Genau, uns fehlt das Resource Bundle und uns fehlen die Preferences. Die Preferences fehlen uns aber nur wegen dem Pref-Service. Und den Pref-Service, den können wir auch hier machen. Also den Pref-Service würde ich hier in dieses Testmodul reinmachen. It provides. Hier übrigens auch, keine Ahnung, warum das da steht, also hier auch das Static Back. Pref-Service, Prefs. Und hier kann ich jetzt auch wieder so einen Dummy anlegen. Pref-Service. Was für Preferences der bekommt, ist egal. Da kann ich null hinzufügen. Und hier muss ich halt jetzt diese getLocale und setLocale. Das macht nichts. Und das gibt immer den Locale. Nein. Locale. Default zurück. Also für den Test wollen wir ignorieren, wenn jemand die Sprache ändert. Und wir wollen immer die Standardsprache nehmen. Die Standardsprache vor allem deswegen, weil ja euer Test auch funktionieren würde, soll, wenn jemand das auf einem anderen Computer ausführt, der auf Deutsch gestellt ist. Also wenn ihr in dem Test, zum Beispiel in dem Register-Test, wenn hier das drin steht auf Englisch und dann würde plötzlich euer Test sich an das Locale, was der Benutzer eingestellt hat, anpassen und dann habt ihr vorher die Anwendung auf Deutsch gestellt, führt das hier aus, dann funktioniert der Test nicht, weil hier das auf Deutsch steht. Das ist ja irgendwie doof. Und deswegen benutzt man bei diesen Tests am besten immer das Default Locale. Also das auch das, oder noch besser, nicht das Default, sondern das Root Locale. Also das ist das, was immer hier den auswählt. Ihr müsst ja nicht in dem Test prüfen, ob die Sprache auch tatsächlich, also ob die Textfelder sich tatsächlich geändert haben. Das könnt ihr euch auch eigentlich sparen. Gut, was hat hier noch gefehlt? Das Resource Bundle. Dafür muss ich nur in dem Test Component nochmal sagen, ich möchte das Testmodul, um die ganzen anderen abzudecken, aber ich möchte trotzdem das Main-Modul. Und deswegen habe ich das auch getrennt. Weil dass dieser Test hier dieses Bundle benutzt, das ist vollkommen okay. Das könnt ihr einfach machen. Aber der soll halt nicht das Retrofit initialisieren und so. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann sollte hoffentlich der Test auch funktionieren. Dann nicht. Warum nicht? No resources specified. Komisch. Das überlasse ich euch, das zu fixen. Das findet ihr bestimmt raus, wie man das hinbekommt. Ich gebe einen Tipp, das liegt hier
an dem Register-Controller, an der, in dem Inject-Mox. Hier benutzen wir ja nicht die wirkliche Dependency-Injection von Dagger, hier benutzen wir nur die von Mockito und hier fehlt eigentlich nur noch mal sowas. Aber nur mit Mock funktioniert es nicht, da müsst ihr euch was überlegen, das gibt ihr hin. Okay, dann bin ich eigentlich jetzt durch mit dem Programmierteil, den ich euch zeigen wollte. Ich wechsle mal wieder hier hin. Gibt es dazu jetzt irgendwelche Fragen? Jetzt stehe ich noch hier, jetzt könnt ihr fragen, live vor Ort, alle die da sind, nutzt das am besten. Ich weiß, das war jetzt viel, auch viel zu verdauen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Sachen auf YouTube nochmal anzugucken, euch da nochmal das in langsamer anzugucken, euch Schritt für Schritt dadurch zu spielen und das nachzuprogrammieren. Wenn dann noch irgendwelche Fragen im Nachhinein auftreten, wir haben übrigens auch, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, wir haben diesen Fragen-Channel in dem SCP-Server. Da könnt ihr dann auch mal Fragen zu dieser Vorlesung hier stellen. Natürlich nicht so, ich habe euch ja ganz am Anfang erzählt, wie die Kommunikationskette funktioniert bei uns. Fragt dann nicht irgendwelchen belanglosen Mist, aber solche Fragen, die ihr jetzt auch stellen könntet, könnt ihr da machen. Da hat jemand eine schon. Da kann man zu dem Discord-Server, also man kann in dem Fragen-Channel von dem Discord-Server schon schreiben, aber nur in Threads. Da gibt es oben einen Button, der heißt Create Thread. Und da legt man einen an und dann gibt man dem den Titel und dann schreibt man seine Frage da rein. Das hat einfach nur den Grund, dass wir das besser organisieren wollen, diesen ganzen Channel. Das hatten wir in PM auch schon. Und wenn jeder immer da ordentlich seine Fragen formuliert und dann darauf antwortet, dann findet man sich da auch zurecht vor allem. Also ihr müsstet da Threads anlegen können, aber keine Nachrichten schicken können. Da ist noch eine Frage. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Das Logout weiß, dass du bist, auf die gleiche Art und Weise wie die ganzen anderen Endpunkte das wissen. Nämlich hier mit diesem Schloss über dieses Token hier. Also dieses Authorization-Token wird ja überall mitgegeben. Und in dem Token hatte ich das habe ich glaube ich vor ein paar Vorlesungen mal gezeigt. Das kann man sich auch angucken mit diesem JSON-Web-Token-Debugger. Da steht irgendwie deine User-ID drin und dann weiß der Server, wer du bist. Deswegen muss man hier weder einen Body übergeben, noch gibt es eine Response. Die Response gibt es einfach nicht, weil der Server hat euch da einfach nichts mehr zu sagen. Also der weiß dann, ihr seid ausgeloggt, aber da gibt es nichts mehr zu sagen zu. Okay. So, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann übergebe ich das Wort an Sepp. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann alle wieder in den Kundenpräsentationen. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Programmieren bis dahin und wir sehen uns. Tschüss. Ich brauche Verkabeln. So, da haben wir den ganzen schlimmen Druster jetzt sogar schon hinter uns und bewegen uns jetzt auf großes Ende der Vorlesung zu. Soll auch heißen, dass es tatsächlich die letzte Vorlesung, wie Adrian das schon gesagt hat. Wie können wir denn hier... Oha, jetzt habe ich einen Mac vor mir, das wird doch alles nichts. Das gibt nichts. Das gibt nichts. Krieg ich das hin? Du Heilige. Ihr müsst mir verzeihen, ich bin kein Mac-Gesegneter, ich bin nur so ein Windows-Pleb. Das kriegen wir hin hier. So. Ich mache jetzt noch mal kurz so eine Zusammenfassung von dem, was wir ganz grob gemacht haben und machen dann so einen Ausblick, wie das alles so weitergeht mit dem Studium. Normalerweise macht man diese Folien ja ganz am Ende von einer Vorlesung. Naja, da die Vorlesung jetzt aber durch ist und ihr jetzt in diese reine Projektphase übergeht, machen wir das jetzt nochmal ganz kurz. Also, was haben wir irgendwie jetzt so die letzten Vorlesungen euch versucht beizubringen? Wir haben euch diese ganzen Lösungsansätze näher gebracht, die es irgendwie so in der Softwaretechnik gibt. Ihr erinnert euch ganz am Anfang an diese ganze Theorie.
Budget ihr bekommen habt, das heißt diese ganzen Entwurfsmuster, wie sich das entwickelt hat vom V-Wasserfallmodell bis hin zu dieser agilen Softwaretechnik, wie wir das heute machen und wie ihr das jetzt natürlich ganz erfolgreich in eurem Softwaretechnikpraktikum anwenden werdet. Dann sind wir nochmal ein bisschen durch so Modellierung gegangen, also Datenabläufe, wir haben euch Werkzeuge gezeigt, ihr habt jetzt gelernt, dass IntelliJ irgendwie deutlich cooler als VS Code ist. Und ihr wisst jetzt so ganz grob, wie man so ein Projekt organisiert mit Scrum Master und Product Owner und probiert das gerade selber aus und stellt fest, dass das irgendwie total anstrengend oder nicht anstrengend ist. Alles, was wir euch jetzt gezeigt haben, wird sich halt in diesem Projekt irgendwie ergeben und ist, kann man schon tatsächlich so sagen, irgendwie Industriestandard. Also die meisten Firmen, die ich hier kenne, also jetzt mal irgendwie so IT-Firmen nehmen, die entwickeln alle Software ungefähr, ich sage es jetzt mal vorsichtig, ungefähr so, wie wir euch das hier zeigen. Ganz ungefähr. Das ist irgendwie, wir machen das hier in der Kaffee-Mokka-Geschmacksrichtung und Micromata macht das in Vanille. Aber am Ende ist das irgendwie alles Scrum und irgendwie geht alles in die gleiche selbe Richtung. So, wichtig ist, wenn ihr jetzt irgendwie weiter so mit uns hier was zu tun haben wollt, also ihr sagt euch, okay, Programmieren und Modellieren und Softwaretechnik-Praktikum, das hat mich jetzt noch nicht abgeschreckt, ich habe irgendwie Bock, da noch mehr in die Richtung zu machen, haben wir natürlich auch noch mehrere Scheine im Angebot. Das sind allen voran im Bachelor diese drei hier, Design Patterns, Microservices und das Labor Business Process Engineering. Microservices war auch mal ein Labor, das wird jetzt aber demnächst umgebaut zu einer Wahlpflichtveranstaltung, weil wir bei uns gesagt wurde, es gibt zu wenig Wahlpflichtveranstaltungen. Und da ist auch gerade schon eine richtige Frage im Chat, die ist nämlich, wann wird es das nächste Mal geben? Das ist eine hervorragende Frage. Diese beiden Veranstaltungen hier wird es aller Voraussicht nach erst nächstes Jahr im Sommer wieder geben. Der Grund dafür ist, der Chef ist jetzt in einem Forschungsfreisemester und im Winter machen wir die Einführung in die Informatik. Und da haben wir keine Zeit, noch eine andere Veranstaltung zu machen, leider. Deswegen wird im Bachelor erst nächstes Jahr im Sommer, also Sommer, was ist das dann, 23, da wird es entweder Design Pattern oder Microservices geben. Welches das sein wird, wissen wir noch nicht. Aber eins von beiden gibt es dann auf jeden Fall. Das Labor Business Process Engineering gibt es aber immer noch. Das ist ja von dem Dr. Andreas Schaaf von der Octavia. Der ist ein externer Dozent von uns. Der macht seinen Schein ganz normal immer weiter. Aber wir bieten einen von diesen beiden leider erst wieder nächstes Jahr im Sommer an. So, wenn ihr vielleicht bis dahin sogar schon mit eurem Bachelor fertig seid, könnt ihr natürlich im Master immer noch Scheine bei uns machen. Das sind irgendwie diese vier hier, die rotieren immer durch. Also es ist immer ein Semester Model-Driven Engineering, dann gibt es DevOps Technology, Web Engineering, Internet of Things. DevOps Technologies, das läuft jetzt gerade. Das ist so Cloud-Kram und wie setze ich Cluster auf, wie verbinde ich die miteinander, wie baue ich Anwendungen, die auf 12.000 Rechnern laufen sollen, wie mache ich das, dass da 10.000 Kunden zeitgleich drauf rumrödeln können und solche Geschichten. Das lohnt sich erst, wenn man irgendwie STP bestanden hat und weiß, warum das alles wehtut und man weiß, warum Monolithen scheiße zu entwickeln sind. Auch erst dann macht es richtig Sinn, sich so Microservices anzugucken und diesen weiterführenden Kram. Und dann gibt es natürlich immer noch nebenbei Projekte und Seminare. Wenn ich mich richtig entsinne, die meisten von euch ja, glaube ich, Prüfungsordnung 2018 aufwärts, was bedeutet, ihr müsst zwei Seminararbeiten, glaube ich, irgendwie machen. Einmal theoretisch-mathematisch und praktisch-technisch. Ihr könnt bei uns das praktisch-technische machen und das funktioniert hier so nach Konferenzstil. Also wir machen das hier so, wie man das, als wenn man ein richtig wissenschaftliches Paper für eine Konferenz schreibt. Das heißt, man schickt so Abstracts hin, dann macht man erste Versionen, dann muss man Reviews schreiben, man kann die einarbeiten, dann gibt man eine Kamera-Ready-Version ab, dann machen wir so eine richtige Konferenz, da treffen wir uns alle so richtig in echt und man muss dann Vorträge halten, ist total cool gemacht. Projekte sind ein bisschen unspannender, da könnt ihr dann einfach ein bisschen hands-on, 12 Credits Abfahrt, irgendwas Cooles programmieren, auf was ihr Bock habt. Irgendwie bei einem Betreuer, den ihr ganz toll findet, das könnt ihr euch frei aussuchen, welche das sind, zeige ich gleich mal. Und diese Tutorenschulung, das ist eine Schlüsselkompetenz, die wird eventuell im Winter wieder angeboten. Die konnten wir wegen Corona jetzt die ganze Zeit nicht durchführen, weil die lebt von Live, das muss eine Live-Veranstaltung sein. Da geht es so ein bisschen darum, dass wir euch didaktische Kompetenzen an die Hand geben, um Tutorien, Übungen,
oder einfach nur, um seinen eigenen Fortsatzstil so ein bisschen zu verbessern. Da geben wir euch so einen ganzen Methodenkoffer an die Hand und machen so eine Woche Spielspaß und anfassen. Und dann muss man am Ende irgendwie eine Ausarbeitung schreiben und kriegt dann da 3 Credits für. Macht super viel Spaß. Wegen Corona konnten wir das aber schlichtweg nicht machen. Das ging nicht. Das machen wir eventuell, wenn alles gut läuft, jetzt im Oktober wieder. Sofern Corona nicht irgendeine abgedrehte Omega-Variante entwickelt und uns jetzt hier alle hinrafft. Wenn das sich alles Richtung Herbst halbwegs ordentlich entwickelt, dann könnt ihr diese Schlüsselkompetenz bei uns machen. So, dann gibt es natürlich irgendwie diese Bachelor- und Masterarbeiten noch, für euch jetzt wahrscheinlich eher Bachelorarbeiten. Da geht man wie bei Projekten und Seminaren auf die entsprechenden Mitarbeiter zu. Ich habe die hier mal alle in chronologischer Art und Weise aufgeschrieben. Der Adrian ganz frisch mit dabei, der so alles irgendwie um Fulip und Software-Tools betreut. Dann gibt es die Natascha, die sich so um Requirements-Engineering kümmert, mit dem Clemens zusammen. Dann gibt es irgendwie mich, ich mache so ganz viel Microservices, Cloud-Klamotten, alles, was irgendwie hippes, tolles, neues Bashword ist, das mache ich. Dann gibt es den Manuel Wickert, den kennt ihr, glaube ich, nicht. Der ist bei uns Doktorand vom Fraunhofer-Institut, also der arbeitet im Fraunhofer-Institut, IEE, macht aber seinen Doktor hier bei uns. Und der bietet auch manchmal Abschlussarbeiten so im Bereich virtuelle Kraftwerke, Microservices, verteilte Systeme und Energiemanagement und so ein Kram. Den kann man auch mal anhauen. Oder man geht direkt zum Chef, dann muss man irgendwas mit seinen kruden Fulip-Dingen tun. Kann man machen. Ja, nehmt lieber die Mitarbeiter. Nehmt lieber uns. Aber das hat ja eventuell bei den Einwanderern noch ein bisschen Zeit, deswegen keine Hektik, nur damit ihr schon mal wisst, wo das hier grob hingehen soll. Das ist das, was man machen kann. Und ich glaube, mehr Folien habe ich tatsächlich gar nicht. Ha, das war's schon. Damit bleibt es aus Sicht der Vorlesung eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch sehr viel Erfolg beim Software-Technik-Praktikum. Ich hoffe, es macht euch alles ein bisschen Spaß, auch wenn es stressig wird. Viel Spaß bei der Spieleentwicklung, viel Spaß im Team. Eventuell kriegen wir das sogar mal hin, dass wir hier ein paar mehr Lokaltreffen machen, je nachdem, wie das sich mit Corona entwickelt. Wir haben ja unser Labor hier hinten, das kann man tendenziell benutzen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie im Laufe des Semesters noch mit so Gruppenarbeitstischen herrichten. Das würden aber eure Betreuer euch da im Falle sagen, wenn das so ist, dass wir das machen. Können wir natürlich nichts versprechen, wir müssen gucken, wie sich die ganze Pandemie entwickelt, aber die Möglichkeit besteht natürlich. Gibt es jetzt gegen Ende noch irgendwelche Fragen von euch, die Adrian noch nicht beantwortet hat? Ich sehe keinen, ich sehe zufriedene Gesichter, die alle unbedingt programmieren wollen. Dann will ich euch da gar nicht weiter von abhalten und wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag und viel Erfolg weiterhin im Studium. Auf Wiedersehen!